wieder ein bisschen Feuer hier. Sind wir live? Wir sind live. Sind wir live? Wie viele Zuschauer sind wir denn? Komm. Ja, es ist mitten in der Nacht, aber egal. Egal, egal. Ein paar, das hat ja alles angefangen. Ein paar sind am Start. Ein paar sind am Start. So. Oh, sorry, ich kann jetzt nicht, Bro. Was ist los? Incoming call, man. Königin wird dran. Oh, shit. Ja, egal, bleibt dran. Erzählt es euren Freunden. Wir sind gleich alle wieder live. Woo, woo, woo! Ja, dann telefonier, gerade im Moment. Gut, dann red ich halt kurz. Mich gibt's ja auch noch, ich brauche aber halt eine Maske für solche Talks. So, habe ich hier eine Maske? So, Jungs und Mädels. Mich gibt's doch auch noch. Was geht ab? Geht's euch gut? Warte mal, wie viel Uhr haben wir? Plus 8? Oh, ist gar nicht so spät, oder? 8? 9. Ach. Ja, bei uns hat die Sonne gescheint den ganzen Tag. Und jetzt ist wieder ein bisschen bewölkt. Aber ist okay. So, was kann ich euch erzählen? Wir hängen ab. Wir frühstücken gut. Ich mach Sport. Collins ist der faulste Sack der Welt. Der macht keinen Sport. Den kriegen wir auch nicht mehr dazu, das rum. Der macht nie wieder Sport. Ist auch nicht schlimm, man muss ja nicht, wenn man nicht will, dann muss man nicht. Aber ich will. Und ich habe auch nachgelassen. Wer von euch macht Sport? Macht ihr Sport? Es ist so anstrengend, Sport zu machen. Shit. Gesund zu leben ist echt nicht leicht, Mann. Das ist so verlockend, morgens, einfach irgendwelche Rühreier sich reinzuhauen mit Bacon und. Das ist ganz einfach und billig. Aber wenn man mal diese Green Bowls isst, die muss man suchen, da muss man sich anstellen. Das ist alles nicht so leicht. Aber ich liebe gesund ernähren, das ist gut. Nur mal so kurz zur Ernährung hier. Ich würde gerne mit jemand reden, so finde ich es komisch, da gucke ich mich an, da rede ich ja mit niemand hier. Collins! Ja, ich schreie nur nach dir, weil ich jemand brauche, der mit mir redet, sonst rede ich mit mir selber nur. Ja, natürlich kommt man sich, aber ich telefoniere jetzt halt gerade. Ja, wir sitzen halt den ganzen Tag aufeinander und langsam nervt er mich. Gestern hab ich den Kopf gehauen. Shit. Langsam nervst du mich, Alter. Ob ich vegetarisch lebe? Nein, Mann. Also ich manchmal dippe ich so rein. Ich bin kein Vegetarier, ich bin Qualitarier. Also das heißt, ich esse, wenn es gut ist, dann esse ich es. Dann esse ich auch Fleisch. Dann egal, was für ein Fleisch dann. Aber so McDonald's, das ist nicht, weil ich mag Qualität, ja. Es darf nicht so, Fleisch sollte nicht so billig verkauft werden. Das ist echt völliger Quatsch. Die ganzen Massentierhaltung ist echt überscheiße, man. Die ramschen Burger für 1 Euro raus bei McDonald's. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut, man. Hört auf, den Scheiß zu unterstützen, so Scheiße zu fressen, so. Ich will da gar nichts zu meinem Namen nennen, aber einfach, Fleisch sollte nicht billig sein. Da wird eine Kuh, da wird ein Leben getötet. Warum sollte das Leben der Kuh weniger wert sein, das Leben von dem Lebewesen, als von einem von uns? So eine Kuh hat es doch genauso verdient zu leben.
Deswegen muss man das schon echt respektieren und wertschätzen, dass diese Kuh dir das Leben gegeben hat und du das billig in Burger essen kannst. So ein Stück Fleisch sollte 60 Euro kosten. Dann würde, egal wo, dann würde jeder echt so einmal im Monat sich Fleisch gönnen. Und dann wäre es viel wertvoller, es würde weniger Kühe geben. Man sollte, Kühe sind echt krass, wenn wir schon mal bei Kühe sind. Kühe sind nämlich ein bisschen wie Hunde. Kennt ihr diese Videos, wo so Kühe mit Hunden spielen? Als wäre die Kuh ein Hund und dann schreit der, komm her, und dann hüpft die Kuh wieder mit dem Hund zusammen und dann kommen die im Spielen und jagen sich. Ja, Mann, Kühe sind gar nicht so dumm. Und Schweine sind noch schlauer als Hunde. Die können viel mehr Tricks. Ja, Mann, deswegen ess nicht so viel Scheiße und unterstütz nicht diesen ganzen Ramsch. Und diesen Müll und so, ist nicht gut. Die ganze Welt kommt mir vor, als ob sie ein bisschen zugrunde geht. Das ist alles, ich glaube, jeder Einzelne muss da irgendwie anfangen. Ein kleines bisschen, sich nicht so bequem machen. Ein bisschen tut's weh leider, es tut ein bisschen weh, gut zu essen. Was der Strich auf meiner Maske bedeutet, ist scheißegal. Aber es heißt Balance, ja. Das ist die Mitte. Das ist wie so ein. Das ist wie. Stellt euch vor, das ist ein Stöckchen und es steht einfach da. Das ist Balance. Ich hau mal irgendjemand hier rein. Wer hat Bock? Wer hat was zu erzählen? Dings, wer hat was zu erzählen? Keine Ahnung. Ich brauche jemanden, der auch echt was zu erzählen hat. Könnt ihr... Ah, ihr könnt Regress schicken. Ah, okay. Also gut. Wer was zu erzählen hat, schick jetzt einen Request. Dann hole ich dich in den Chat rein. Bleib da, ich komm gleich. Sag den Leuten, gleich geht's ab. Ja, du bist schon raus. Sie wollen eh nur noch mich. Nee, also... Dem will keiner mehr. Der ist schon rum. Der ist schon rum jetzt. Okay. Nee, du brauchst nicht mehr kommen. Ist schon. Die schreiben schon alle, ja, wir wollen viel lieber mit dir. So ein dummes Geschwätz, Alter. So, Freunde. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Alarm hier. Haut mal eure Fragen raus. Was interessiert euch? Was wollt ihr wissen? Wir sind da, um sie euch zu beantworten. Ja, ich hole jetzt mal hier jemand rein, aber das ist so schwierig zu entscheiden, weil anhand von dem Bild kann man auch nicht sagen, ob jemand irgendwie was zu erzählen hat. Ja, ist egal. Thanks. Ich guck halt. Kein Plan. Ja, Bro, das ist alles langweilig. Ja, ich alles. Einfach drauf. Und los geht's denn da. Hey. Muss man mal so wackeln. Es war so crazy. Nein. Nee, mega Saman. Wir warten auf die Verbindung. Connection. Ey, und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Alter, es geht weiter jetzt auf I am Hakko 84. Gerade ist ein bisschen ruhig so, weil wir gestern echt viel zu tun hatten, so. Aber wir geben weiter Gas. Wir geben weiter Gas, Freunde. Auf jeden Fall. Bestes amerikanisches Essen. Boah. So geil ist das Essen. Ja, man muss weit, weit fahren, dass man hier was findet. Das ist echt wie jemand mit einem Saumagen.
Mario. So. Saumagenbottel für das Essen hier, Mann. Shit. Hey, what fuck? Oh, say hello to Russia. Russia. Nee, Nostrovia. Spaß. Was sagt man in Russland? Hallo. Wir haben jemand in der Leitung. Oh, wir haben wieder da. Wir sehen nichts. Wir sehen nichts. Nö, wir können nichts sehen. Ey, sowas. Oh, das geht nur im WLAN, Mann. So draußen. Telekom, ich bin im WLAN. Du, aber die anderen, die mitgucken wollen, mitmachen wollen. Spielst du Basketball, Collins? Früher, ja, Mann. Aber war halt leider ein bisschen zu dorfig, oder? Ja. Die sieht doch aus, so zu plappern, was zu sagen haben. Plappern können. Hi. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, wen haben wir denn da? Denn da? Mello. Mello heißt du? Hello, Mello. Hello, Mello. Ist das wirklich dein Name? So, das steht in deinem Pass, Mello. Also steht Melody, aber... Du heißt Melody? Ja. Ist nicht Melody den Namen? Gibt es echt als Namen? Krass. Es gibt auch Verse und... So ein paar Part und Hook. Und Drums. Kick und Snare. Hi-Hat. Nein. Hi-Hat, wie geht's, Melody? Gut, ich bin müde, Kopfschmerzen, aber... Shit, warum hast du Kopfschmerzen? Zu wenig getrunken heute? Nein, Schule! Für den Arsch! Die Schule? In welcher Klasse bist du denn? In der 9. Okay, was für eine Schule besuchst du? In Wolfsburg, IGS. Okay, und warum hat sich die Schule heute so angekotzt? Wir haben so einen komischen Englischlehrer bekommen, der für den Arsch ist. Er macht so voll die komischen Vokabeltests und alle denken sich so, was will er? Wir schreiben am Donnerstag einen Test. Wow. Und er... kündigt uns das gestern an. Am Donnerstag? Nee, jetzt warte mal. Am Donnerstag? Also nächste Woche, ja. Aber wir eine bekommen Woche. Erst, wir bekommen erst am Dienstag gesagt, was drankommt. Ja, aber das ist doch... Was denn sein Problem? Das ist doch eine faire Nummer. So eine Woche also, davor, also... Unsere Englischlehrerin hat immer Tests am selben Tag beim Reinkommen, hat die gemeint, so wie schon ein Vokabeltest. Jetzt. Nein, aber ich meine ja einen richtigen Test, nicht Vokabeltest. Ja, so ein Englisch-Test halt so, ne? Der ja, dann warum? Ja, okay, ja. Aber tatsächlich, okay, ich weiß schon, inhaltlich ist es vielleicht ein bisschen blöd, aber im Leben ist es tatsächlich ja oft so, dass man heute gesagt bekommt, so, okay, in nächster Woche, beziehungsweise in einer Woche musst du on point sein, verstehst du? Und eine Woche Vorlaufzeit, um sich für irgendwas vorzubereiten, Girl, das geht schon. Ich bin aber so ein bisschen dumm. Ja, das ist was anderes halt. Nein, du bist nicht dumm, das ist einfach nicht dein Shit. Es halt nicht macht dir halt nicht Bock und dann ist es halt für dich krass ist so. Ich denke was würdest so. Du denn lieber machen dann, anstatt, was für einen Test würdest du denn lieber schreiben? Alles, außer Englisch. Ja, ich nehme an, dass halt Englisch jetzt auch nicht das Fach ist, dass du jetzt eine 1 hast, wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe eine 3, aber mein Notendurchschnitt ist 2,3, also eigentlich gut. Eigentlich voll gut. Weißt du, wie ich Englisch gelernt habe? Wie? Also erstmal gar nicht und zweitens, also durch Musik halt, durch englische, amerikanische Musik. Ich habe das gehört, mir die Lyrics durchgelesen, ist heutzutage auch einfach Spotify, Genius runterziehen, lesen, einmal durchlesen und dann hast du die Songs im Kopf und wenn ich rede, dann singe ich eigentlich. Wenn ich sage, yo, brother, let's go to the city. Dann ist es ja eigentlich auch nur... Oder, was auch ein gutes Ding ist, ist einfach englische Filme gucken mit Untertitel, aber mit deutschen Untertitel. Ja. Das hilft voll. Ich meine, da sind mir so die 10 Vokabeln. Und dann kommt immer, da muss ich immer alleine Filme gucken, das ist echt traurig. Alleine einen Film gucken findest du scheiße? Ja, ich wohne hier oben alleine. So, meine Familie ist am Arsch der Welt da unten. Ja, genieße es. Sobald du eine Familie hast, bist du nie wieder alleine. Collins? Das ist schön, Bro. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, aber scheiße, aber 9. Klasse, wie alt bist du denn? Ich? Ja. Ich bin 15. Ja, da sollte man dann nicht alleine sein.
Naja, Mello, Kopf hoch, ja. Geh runter, besuch Oma und dann lernen Englisch. Ja, geh das raus, wird aus schon. Diesem, geh raus muss ich diesem, ja. Ja, ja, weg mit den Bad Vibes und nimm die Herausforderung an und tu es einfach. Und ich bin mir sicher, wenn du dich ordentlich darauf vorbereitest, ich meine, hey, du hast einen 2,3-Schnitt, also so scheiße läuft's ja gar nicht, alles easy. Deswegen bleib da dran und irgendwann ist die Schule vorbei und du denkst dir so, fuck you, ich habe alles gewuppt und alles ist nice. Ja. Okay? Also nicht im Kopf hängen lassen. Cool. Weitermachen. Weitermachen. Mach ich. Muss okay, ich alles ja. Gute. Bis Bye. Dann. Bye. Okay. Ja. Ja, das ist ja halt so ein Ding jetzt mit ja, der Schule. Die natürlich macht die nicht lernen an sich macht keinen Bock. Natürlich nicht. Aber jetzt eine Woche Vorlaufzeit, also das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Es gibt halt ein paar Fächer, die kann man halt nicht wirklich schmackhaft machen. Ja, gibt schon so ein paar ekelhafte Fächer. Da komme sogar ich an meine kreativen Grenzen. Englisch, wenn ich ein Englischlehrer wäre, würde ich vielleicht. Ja, Tracks. Würde ich die... Ja, natürlich ich sagst du, komm. Die Favorite ja, klar, Tracks aus dem Charts sagen, was hört ihr gerade? Biggie und Pac mal übersetzen und richtig genau, reinhören. Genau, übersetzt dich halt mal. Was sagen oder die Jungs? Von was reden die? Dann geben wir in Geschichte gehen über... Gehen wir rein, genau, wie meinen die das richtig? Genau, so, was war da die Kultur dahinter? Richtig, und auf einmal geht der Tag vorbei voll, und dann Biggie durchgenommen und jeder fährt fett. Richtig, bisschen Geschichte auch noch gemacht, so klar. Bro, wir sollten doch Lehrer werden. Ja, ich weiß, wir sollten Lehrer werden. Würdet ihr uns besuchen? Also unsere Schule? So, Carlo und ich machen eine Schule auf? Da gibt's, ich glaube, jeder, ich schwöre, wenn wir eine Schule hätten, jeder hätte gute Noten. Nee, echt? Ja, ja. Spielend schon. Aber, ja, weißt du, ja, was ich meine? Aber da musst du halt natürlich auch die Konzepte entwickeln. Du musst ja schon spielerisch lernen, ist auch nicht so einfach, weiß ich nicht. Doch, spielerisch lernen, das ist A und O. Wie lernt man das? Ist schon, aber guck Inhalte mal. So vorzubereiten, dass man spielerisch lernt. Guck mal, diese ganzen Kids, die Counter-Strike zocken und damit Weltmeister werden, wie lernen die Counter-Strike? Ja gut, aber ist Counter-Strike wirklich... Das ist auch was, was man lernt. Ja, natürlich, aber es ist wichtig fürs Leben. Na, davon mal ab, es geht ums Lernen. Ja, lernen an für sich, ja, okay. Das kann, man kann spielend lernen, und zwar überkrass. Wenn ihr im Unterricht sitzt, keinen Bock auf Schule habt und mit dem Handy unter dem Tisch seid und da irgendwas zockt, Bubble-Shit oder wie der heißt, dann werdet ihr da immer krasser darin, weil nicht, weil ihr keinen Bock auf Englisch habt, sondern lieber im Handy was macht und auf einmal macht ihr Highscores in dem Bubble. Ja, Englisch ist schon wichtiger als Bubble. Es geht jetzt gerade nicht um was wichtig ist. Es geht darum, wie man lernt. Also lernen zu lernen, meinst du jetzt gerade? Ja. Ja, okay, gut. Dann. Und da muss man einfach... Ja, aber da ist es ja auch ganz spielen. Einfach. Man macht es halt einfach lange. Das Ding ist halt ein Spiel. Das Ding ist nicht so, wir können jetzt Mello nicht sagen, ja, da muss man durch, du musst jetzt halt Englisch lernen. Das ist echt falsch. Ja, wir haben ja 2, 3 Tipps gegeben. Weil ihr macht keinen Bock und... Klar, ja, aber du weißt selber. Papa sagt dann immer, aber das ist wichtig und du musst Dinge machen, auch wenn sie mal keinen Spaß haben. Richtig, aber das Leben, ja, richtig. Aber so hab ja, du hast auch, ja, du hattest halt auch. Ich hab vorgelebt, weißt du, ich hab immer versucht, alles mit Spaß zu machen. Ich hab nur Beats gebaut, nur ja, Dings, Bro, aber mit Spaß. Und Menschen haben das gesehen und gesagt, der hat Spaß in seinem Leben, das will ich auch. Ja, ja. Das ist jetzt der eine Fall, wo es funktioniert hat, Bro. Nee, aber wenn du nur Bock hast auf Querflöte spielen, dann spiel Querflöte. Dann spiel Querflöte. Und spiel die Querflöte. Aber dann auch wirklich jeden Tag. Und wenn man Querflöte irgendwann überkrass spielen kannst, dann kommt jemand und sagt, ich brauche jemanden, der Querflöte spielen kann. Und dann bist du der Querflöten-Spieler King. Das stimmt schon. Und ja, du hast es nur gemacht, weil es dir Spaß macht. Das stimmt, ja, ja. Aber man muss da auch dranbleiben, weil alles, was Spaß macht, macht irgendwann einmal keinen Spaß mehr so. Und dann geht's los, dass man dann quasi lernt. Verstehst du? Nee, ich bin immer noch nicht down mit deiner Ding, das Lernen, was mit Schmerz zu tun hat. Ist so, natürlich, Bro. Als du angefangen hast, mit Keys zu spielen, ich weiß noch ganz genau, wie das am Anfang. Ja, okay, ich weiß schon. Du musst durch den Schmerz, aber wenn deine Leidenschaft groß genug ist. Richtig, dann gehst du durch den Schmerz. Dann ist ein geiler Schmerz, richtig. Dann, da gebe ich dir recht, dann ist ein geiler Schmerz. Aber es wird immer irgendwann mal hart. Ja, klar wird es hart. Ja, okay. Egal, was man machen will. Sport, Dings. Richtig, genau. Sobald man sich Skills in irgendwas aufbauen will, wird es hart. Okay. Und es ist halt schwer, dass gerade unser ganzes System noch so aufgelegt ist, dass man in der Schule bis zur 12. noch alles machen muss. Mhm. Obwohl der eine absolut keinen Bock auf Zahlen hat und lieber mit Wörtern kann. Mhm. Daran. Ja. Lass doch den die Zahlen nicht machen. Es juckt auch nicht. Lass ihn komplett auf konzentrieren. Ja, ja, hast du recht. Komm, wir holen noch mal jemanden rein. Komm, wir holen noch mal jemanden rein. Jetzt sind wir immer in diesem Schulthema. Wie
Ich sehe hier ganz ja, okay. Da ist nicht kein langes. Ja, Schulthema, ich meine. Oh. Oh. So, was ist hier? Connecting. Ihr Philosophen habe ich weg. Okay. Das ist echt noch ein bisschen bescheuert. Da, bitte hallo an Instagram. Das macht echt keinen Spaß, die Leute auszusuchen, weil es noch richtig beschissen funktioniert. Und jetzt gibt es den Button nicht mehr. Ich schwöre, ich bin gut in Technik. Aber das Ding bringt mich an die Grenze jetzt. Welchen? Wo? Egal. Hier, komm, am. Sieht interessant aus. Kleines Lagerfeuer für die Wartezeit. Oh! Oh mein Gott! Hi! Hi! Was geht ab? Wo bist du? Ich guck gerade Jumpsex Topmodel und bei euch. Wir gucken gerade dich an, während du GNTM guckst. Wie geht's euch? Gut. Das freut mich. Wie geht's dir? Hast du auch Kopfschmerzen? Nein, ne? Nein, mir geht's gerade sehr gut. Okay. Sehr schön. Erzähl mal was von dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ich bin 16 und ich gehe zurzeit aufs Berufskolleg. Ja, ich bin gerade okay. Okay, fett. Weil Berufskolleg, das ist doch auch immer so kaufmännisch oder Technikmedien, da gibt es auch immer so eine Fachrichtung. Ja, ich bin im Sozial- und Gesundheitswesen. Wow, wichtig. Die wichtigsten Menschen der Welt, Mann. Das Sozialgeld, Mann, überkrass, ey. Die kriegen ey, so wenig Kohle. Ich muss das mal kurz was erzählen. Erzähl mal, hau raus, bitte. Mein Herz. Ja, hau raus. So, letztes Jahr, ich war auf dem Finale von GNTM und dann haben wir ein Video zusammen gemacht. Und es war so schön. Ja, auf der Aftershow-Party. Ja. Ja, da ist ziemlich viel passiert auf dieser Aftershow-Party. Da waren links, rechts, blitzlich. Ja, glaube ich dir. Maske, ich sehe nichts. Glaube ich dir. Aber cool. Ja, freut mich. Ich bin gerade so glücklich. Ach, du bist aus Düsseldorf? Aus Düsseldorf, nein. Woher bist du? Siegen? Nee, Siegen. Siegen? Das liegt neben, ja. Unentschieden. Und verloren. Ja, das liegt drüber. Ja. Der ist so flach. Ja. Warte, ich sprich kurz drüber. Okay, jetzt ist richtig behindert. Ja, aber cool, okay, ihr habt zusammen auf der Aftershow-Party ein Video gedreht. Ja, aber was für ein Video? Was? Ah, wir sind zusammen auf der Aftershow-Party ein besoffen Video oder was für ein Video war das? Bitte? Willst du wirklich wissen, was wir für ein Video gedreht haben? Nein, das erzählen wir ihm nicht. Erzähl es ihm nicht. Wer erzählt nein, du oder nicht? Hm? Wer erzählt du kannst es besser erzählen. Erzähl du. Also, ja, wie gesagt, auf der Aftershow-Party. Und dann wollte ich, glaube ich, gerade rausgehen, so durch die Küche da hinten. Weißt du das noch? Und dann... Ich muss jetzt mal überlegen, wo war die Aftershow-Party? Die war in Düsseldorf, da bei so einem Flughafen. Ja. Und dann bin ich durch die Küche, ja? Genau, und dann haben wir dich aber aufgehalten, bevor du in die Küche gegangen bist. Ja, und das hast du weiß ich noch. Guck, du Videos musst nur ein bisschen mehr erzählen. Ja, genau. Ja, ich habe das auch in meinen Highlights noch. Das war der absolute Highlight meines Abends. Oh mein Gott. Verrückt. Ich guck mir das später mal an. Oh, danke. Und, Gott. Ja gut, wir holen mal einfach den nächsten rein, oder? Ja, voll. Wir machen einfach weiter. Ja, hat mich gefreut. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Dir auch noch. Viel Spaß beim Fernsehen schauen. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Komm, einen machen wir noch, oder? Ja. Einen machen wir noch.
Bro, wir wieder kippen, Bro. Warum muss ich die Scheiße auswählen, Mann? Die Knöpfe funktionieren nicht. Und dein Akku ist auch bald leer. Shit. Guck mal, siehst du, ich drück drauf. Und nichts passiert. Das ist echt scheiße. Schreib einen Kommentar. Hey. Ach du Scheiße. Jetzt bleib dran. Guck, jetzt tut's wieder kurz weh. So ist das schon. Aber ich muss es ja nicht lernen, Mann. Das ist einfach nur, ist einfach nur kaputt. Nee, ist nicht kaputt. Die Knöpfe gehen nicht. Wie es funktioniert, Bro. Ich drück, also seht ihr meinen Finger, ich drück auf diesen Knopf und es passiert nichts. Ja. Ja, gut. Für die, die gerade nicht wissen, was sie machen sollen, einfach mal IMHQ84 eingeben. Da geht's ab, Freunde. Okay, sag's euch, Mann. Most hyped Blogger in town. L.A. liebt mich und ich liebe L.A. Bro. Speak English, please. Oh, my English is not that good, bro. So, we should continuing speaking German. Shit. Ich scheiß auch drauf, Mann. Wir müssen, die dürfen schon wissen, dass wir aus Deutschland sind. Ich glaube, das ist beschissen, wenn man Englisch spricht und versucht so. Das war so krass, als mein Dad, fuck, wie war das denn nochmal? Egal, irgendjemand war zu Besuch und er hat Dinge von der Hometown gezeigt. Dann hat er so, sitzt er da mit seiner Brille so auf, wie die Dads halt machen, immer so nach oben geguckt und hat so die Karte gezeigt. Sag mal, sis, this is the map of Schwäbisch Gmünd and sis, this ja, is the map. Ja, das stimmt ja auch, scheiß drauf. Weißt du, wenn die Amis, there are we. Ja, ich meine, wenn Amis Deutsch reden, hört sich das auch anders an. Yeah, hello and bro. Weißt du noch, als George meinte, ey yo, can you hear that I'm from, wenn ich Deutsch, also er gemeint, also wenn ihr Englisch, also Englisch sprecht, dann, yeah, hört man ja, dass ihr nicht aus England seid. Yeah. Hast du dann gefragt, ist wenn, er Deutsch mir, wenn er Deutsch, wenn ich Deutsch rede, auch so. Oh Mann. Shit. Georgia, ja. Ich habe eine Frage. Ja, ey, jetzt lass mal die witzigste Geschichte mit George, habe ich dir die erzählt? Komm mal raus. Als wir im Club waren, George, nochmal zur Erklärung, George aus London spricht kein Fatz Deutsch, nicht ein Wort. Hm. Und hat gefragt, ob man ihm anhört, ob er singen kann. Ist auch egal. Ja. Man versteht ihn nicht mal auf Englisch. Ja. All the song, black, ja, war, ja. Song, war, war. Ja. So. Und ich war mit ihm irgendwo in einem Club in Berlin und dann geht er aufs Klo und sagt, yo, Bro, er kam zurück und ich war auf dem Mädchenklo, also auf Englisch. Und ich so, warum? Und ich so, ja, da stand da, man. Hey, Bro. Die hat mich so bepisst, Alter. Er kommt zurück. Ja, George Mean, der war geil. George Mean, Alter. Da, man. Ist genial, Alter. Es ist genial. Ich will auch einfach reinsteppen. Ja, da, man. Natürlich gehe ich in da, man. Nicht nur in man, sondern in da, man. Jetzt komm, hol mal nochmal einen rein hier. Yes, shit, bro. Die Technik versagt immer. Ja, es geht halt nicht. Du kannst so viel schreien, wie du willst. Ja, nicht. Toll. Es dreht sich nur die Kamera aus. Ja, egal. Wir können ja selber quatschen, Alter. Einschaltquoten gehen hoch. Echt? Ah, und bei. Au, oh, stimmt. Heidi ruft gerade an. Ey! Hört auf, live zu sein. Keiner guckt bei ProSieben. Tja, ja, wir haben halt die wirklichen Models. Hier zwei liegen halt die wirklichen Model-Terminis. GNTMs, ich meine. Ja, war nicht die letzte Gewinnerin auch eine Schwester, gell? Toni. Ja, stimmt, gell? Es ist ja auch schwarz. Shit. Schwarz ist im Kommen, Mann. Hat davor schon mal jemand bei... Schwarz ist das neue Schwarz, Bro. Schwarz ist neu Schwarz. Hm. Okay. Ja, cool. Gibt es sowas eigentlich auch für Männer? So, ja, ich glaube, Austria hatte auch mal Jungs und Mädels, aber. Und sitzen dann da lesbische Juroren dann mit drin? So? Warum denn lesbisch? Na, bei Germany's Next Topmodel sind ja die Männer, die so, ne? Hm. Sind ja auch immer schwul. Ne? War jetzt meine Frage, ob dann die Frauen, also weißt du, wenn es Männer gesucht werden, sind dann die Juroren lesbische Frauen? Ja. Wäre so logischer Umkehr. Aber dann wäre ja, dann würden die auch, glaube ich, die Mädels dann ja nicht mehr neutral betrachten. Check ich nicht, aber ja.
Ja, es sind ja nicht nur Jungs. Wie? Es gibt ja nicht GNTM Jungs, sondern GNTM Mix. Ach, Mix? Ich dachte nur für Männer. Nee. Ach so. Ja, dann ist... ja, das ist nicht so meine Welt. Ja, ja. Alles gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich wollte noch jemanden reinholen, weil dann gibt es immer noch so ein bisschen weiter. Das geht immer noch nicht. Außer ich beende es kurz, gehe nochmal rein. Das ist ein Bug, yo. Sollen wir das mal machen? Ja, ich könnte. Müssen wir kurz beenden? Ich beende kurz. Schalt wieder ein, wenn es wieder heiß. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist der heiße Scheiß.